Begrüßen ich euch alle ob eiser Pressekonferenz nur eisem Nationalvierstand. So nicht vielmals merci für Ihre Präsenz heute mit, denn wir haben schon darüber geschwärt, Staat Asch, war das besser für Sie drehen. Wir hatten eisen Komitee National, aber nach ein paar Jahren trotz Covid-Check haben wir gemäht, aber am Hemisikel, weil der Saal nicht größer ist wie eisen Ascher Saal, dann. Und für die Pressekonferenz und eigentlich heute mit, denn schon alle so gelöst, die Pressekonferenz hat man auch keine Covid-Check ummelden, haben wir nicht am Vierfeld geduldet, das gucken wir dann noch die nächste Woche besser zu regeln. Trotzdem große Merci für Ihre Präsenz, das ist wichtig, dass ihr da seid. Und wir haut auf unserem Komitee National können die politischen Prioritäten für die Rentrée syndikal und die politische Rentrée für den Gebäude definieren. Das aus den nationalen Vierstand von der Rentrée ist immer wichtig für uns, das wisst ihr, weil man auch da wirklich Visionen ein bisschen zusammen dissidieren und die Richtung, an die man will gehen. Und wir waren auch an dem letzten nationalen Vierstand für den Sommer, haben wir auch gesagt, ja, wir gucken dann noch mal, wo als Regierung dann will hingehen. Und wir hatten ein bisschen das Gefühl, sie sind so in einer Wartehaltung. Und es gab nicht mehr viel anderes Sujet in einer ganz langen Zeit schon wie Covid. Und dabei ist es so dringend notwendig, dass aber große und wichtige Reformen getroffen gehen. Los Rentrée da, wir sind schon Ende September. Und leider haben wir aber noch nicht gefühlt, dass auf politischem Plan ganz viele positive Signale gesagt gehen, für die schaffenden Leute und hier Familien halt zu Lützeburg. Bis jetzt haben wir gemerkt, die Legislaturperiode wäre eigentlich 5 Jahre und nicht just 3 Jahre. Und trotzdem ist im Moment eine Haltung da. Die große Steuerreform, die erstmal schon, du hast es direkt gesagt, gehen, das geht auf die nächste Mandatsperiode, wie es nur die Wahlen verschiebt gehen. Einer Partei, ich schwätze viel von Spitzenkandidaten, Doppelspitzen, Ministern, die sich nicht mehr für ein Mandat zur Verfügung stellen. Eine dritte Partei, da haben Ministern sich ganz bedeckt und die schicken hier Parteipräsidenten und hier Parteispitzen nur für den Terrain schon nur die Wahlen zu präparieren Richtung geringer Sozial. Und aber das ist noch nicht drüber, das Mandatsperiode, dann ist noch viel Zeit da, für richtige, gute Decisionen zu holen. Und die muss noch geholt werden. Und dafür hat noch Gebärde, morgen auf dem Komitee National decidiert, dass wir wollen da an die Offensive gehen. Also wir starten an das Rentrée mit einer politischen Kampagne mit den Hauptprioritäten, die wir uns gesagt haben. Wir sind noch immer in der Situation, dass wir nicht ganz raus sind aus Covid. An aber auch schon Entreprise umgeht und präpariert muss gehen. Und aber hat den Gefühl, dass nach alles ein bisschen sei, dann passiert nicht genug an unseren Ahnen. Und das erste, was passiert ist bei der Rentrée, war dann, dass man auf die famosen bilateralen Gespräche invitiert war, wo der auch suiviert hat. Und auch da müssen wir vom Gebäude aus so, dass wir ja nicht gewohnt gehen. Wir hatten zwar die Möglichkeit, und das ist auch wichtig für uns, weil ihr wisst, dass wir darauf halten, dass muss der Sozialdialog zu Lützburg klappen, gerade auch besonders in Krisenzeiten. Wir hatten die Möglichkeit, uns Forderungen dort zu präsentieren, an dem Premierminister, an den zwei Vizepremierministern zu sagen, wo wir meinen, dass es muss gehen, und was die richtigen Akzente sind. Wir konnten aber nicht konkretes von zu Hause, wir konnten keine Informationen, was dann am Etat der Nation soll kommen oder auch keine großen politischen Strategien, die aufgesehen sind. Dafür hoffen wir dann noch auf einen konstruktiven Austausch für das Budget, weil das auch ein wichtiger Moment für uns leider an der Situation, an der wir im Moment sind. Weil da das eigentlich froh und das wissen, die wir auch gestalten, ob der Bipartit, dass ob die Regierung noch immer die Intention hat und die Volontät hat, weiterhin keine Austerität zu führen. Das konnte man ja konfirmieren, und dafür ist dieses Budget auch extrem wichtig, dass man wirklich da die Prä können analysieren, auch da, ob dann auch denen wieder die Taten folgen und ob wirklich nicht in Richtung Spuren gefolgt. Ihr wisst, dass man mit Gebärl keine Austeritätspolitik erfroren könnte. Wir werden da keinen Millimeter nur gehen. Wir haben da von der ersten Minute gewarnt, aber wir werden da knallhart 100 bleiben. Und da muss ich noch zusammen definieren, wer das dann Austerität. Aber wenn man so eine darf keine Austerität gemacht gehen, dann dürfen wir auch nicht auf den falschen Plätzen gespürt gehen. Und das bedeutet aber gleichzeitig, dass auch muss investiert gehen. Das muss investiert gehen an Gesundheit, an Schulen, an Recherche, an Klima, an Logement, an so vieles weiter. Es sind so viele Frauen, die aufstehen in unserer Gesellschaft, wo wir noch keine konkreten Antworten darauf haben. Wir haben dann aber auch schon leider in der Vergangenheit erlebt,
dass kurz nach Parlamentswahlen dann eine Austeritätspolitik gefolgt ging. Also, das war der Fall, die letzte Kehr mit dem sogenannten Zukunftspakt, den wir immer Spurpakt schon genannt haben. Da sind wir direkt nach den Wahlen, kam das böse Erwachen und dann gab ein ganz massiv Spur an Austeritätspolitik, ob Kaste von den schaffenden Leuten hier Familien in Lützeburg betrieben. Ihr wisst, was wir immer davon gehalten haben, wir haben als Demos gewirrt, aber wir werden noch das gehören, als wäre, falls es nicht mehr sollt, ein Millimeter soll dann die Richtung gehen. Die Austeritätspolitik, die nur der letzte Wirtschaftskrise gefordert ging, aus europaweit, hat fatale Konsequenzen gehabt. Fatale Konsequenzen auf politischem Plan, der Tumor erlebt, auf ökonomischem Plan, auf sozialem Plan, für die Leute. Und das ist definitiv das, was man nicht werden akzeptieren. Dafür waren die Nugibäle los schon, haut schon für den Rest von dieser Mandatsperiode, werden wir ganz genau nachgucken. Und wir werden ganz genau verfolgen, ob da nicht mehr irgendwo in die Richtung gedreht wird. Und die dort die Warnung, die gilt aber auch ganz klar für nur die Wahlen. Und wir werden auch da nicht zulassen, dass es ein bisschen auf lange Bank viele Entscheidungen geschieht gehen und aber hernach soll da gespürt gehen. Wir hatten da an den Gesprächen und der Bipartit Gelegenheit, noch einmal zu erinnern, wie wichtig der Sozialdialog für den UGBL ist. Das bleibt als Position, das wissen wir, das kennen wir von uns. Und dafür assistieren wir auch weiter, für nach Gesprächen zu holen. Der Premierminister hat uns gesagt, wenn alles geht, dann so weiterlaufen, wie ihn das im Moment gesagt, wären bereit, ein von mir ein Tripartit anzuberufen. Das ist alles im Moment nach nicht sicher, wir bleiben noch an den Drohnen. Die wissen, dass Tripartit als Kriseninstrument, aber auch der Sozialdialog am Allgemeinen zu Lützeburg, der Lützeburger Sozialmodell ausmischt, an den oft, ganz oft für die Kohäsion sozial und den sozialen Frieden zu Lützeburg gesucht wird. Und das wollen wir auch. Und wir wollen weiterhin die Kohäsion weiterhin mit diskutieren. Und dafür ist es wichtig, dass den Dialog auch stattfand. Da ist eine treibende Kraft hier als Land und das muss auch weiter so sein. Ich schon mal gesagt, dass ich Gelegenheit hat, ob einem OECD-Kongress zu intervenieren oder Konferenz. Und da sind auch international unerkannte Wirtschaftswissenschaftler, die alle Gute sagen, dass ein Dialog wichtig ist, auch in Krisenzeiten. Und das muss man nicht geschwärt gehen und das muss kollektiv Decisionen geholt gehen und kollektiv verhandelt gehen. Dafür haben wir auch hier den Appell, dass die nicht auf lange Bank gedrückt gehen. Dasselbe gilt da für die Gespräche zu drei am Comité Permanent du Travail et d'Emploi. Du wirst da auch da sie wichtig Decisionen, die müssen geholt werden, wichtige Reformen, die ausstehen um Arbeitsrecht und dass sie frohen, die uns natürlich direkt betreffen und wo man auch Wert darauf legen, dass die CPT du weiterhin Tag dann, dass du muss zu Reunionen kommen, wo man können darüber als austauschen zu drei. Und dann mit Blick auf die Rätsel von der Nation und mit der Gewissheit, dem Gewissen, dass nicht die nächste Wahl nicht 2021 sind, nicht 2022 sind, sondern 2023, machen wir da einen Appell. Wir wollen nicht, dass die Regierung an den Rässchen schläft, da verfällt für die zweite Party von ihrem Mandat, weil bis dahin bleibt enorm viel zu dienen. Und der UGBL sieht, wie der Gesicht handelt man, und auch auf ihrer Dokumentation. Es bleibt viel zu dienen, gerade lo muss gehandelt werden. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, gerade lo, also doch und uns und den schaffenden Leuten und ihre Familien und ihrer Repräsentation, dem UGBL, wo muss für uns etwas passieren. Gerade lo müssen da die richtigen Akzente gesagt gehen. Wir haben es von der ersten Stunde gesagt, aus dieser sanitären Krise darf nicht eine gravierende ökonomische Krise gehen, die hier nur zu einer schlimmer sozialer Krise feiert. Und wir haben noch immer gesagt, dass oft der Krise verlierer, die schaffend Leute sind aus den innersten und mittleren Einkommensschichten. Und dafür, also die Lohr, gerade Lohr in der Zeit, etwas zu machen für genügend Leute. Und ich meine, das ist mal das wichtigste Motto von allen Thematiken, die wir heute diskutiert haben, und ich schon noch vorstellen, dass wir gemeinsam kämpfen gegen die Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft. Wir hatten vor Covid in unserem reichen Land ganz viele Inegalitäten.
Und leider, das kann da auch, wir machen immer Präsentationen von den Statistiken, die internationalen Indikatoren, die weisen doch auch, dass wir heute eine Armut von die ständig klemmt, eine Prekarität, die ständig klemmt, die Leute geht es nicht gut. Und auch heute hat Covid getroffen, und zwar punkto Kaufkraft, das wissen wir, das haben wir auch schon gesagt, punkto Arbeitssituation, ganz viele Leute waren am Schumann speziell, ganz viele Leute haben schon ihren Arbeitsplatz verloren oder fährten, dass sie Werte verlieren. Und dann lesen wir dann noch nach dieser Woche eine interessante Etude, die Delisa gemäht hat, dass Covid dann nicht nur auf dem Plan die Inegalitäten verschärft hat, sondern auch der Virus selber auch noch einmal die Ärmsten an der Gesellschaft getroffen wurde. Das besteht laut dieser Etude, die wir alle gesehen haben, eine direkte Korrelation zwischen der Armut, dem Typ von der Arbeit, dem Wohnen von den Leuten und ihrer Probabilität, sich umzustechen. Und es besteht auch eine direkte Korrelation zwischen der Armut, dem Wohnen und dem Typ von der Arbeit und der Probabilität, am Spital zu landen, schwer krank zu gehen durch Covid. Und das ist einfach krass, dass man gesehen, neben alle Reperkussionen auf sozialem und gesellschaftlichem Plan, dass man auch sanitäre Reperkussionen haben, auf denen Kusche von der Gesellschaftssektor sind erwähnt, die am Herzen betroffen sind. Und Cherche selber sieht, eine Pandemie ne fait que renforcer les inégalités existantes. Eigentlich ein Satz, den wir von Anfang an noch gesagt haben, den auf so vielen Punkten wollen. Also, und das ist vital, weil man das muss verhindern und dafür auch gerade muss durchgehen, dass weiterhin immer dieselbe Leute am Herzen betroffen werden. Wir haben also dann die Kampagne decidiert, die dreht sich, artikuliert sich hauptsächlich um sechs große Sujets, thematische Sujets, die da drin rumfinden in der Broschüre. Der erste ist das Thema von der Kaufkraft. Ich gehe eigentlich ganz kurz darüber, noch nicht im Detail, weil die hat das Material da leihen. Um alle Punkte anzugehen, aber der wisst, dass Kaufkraft wird immer ein von den Hauptthemen bleiben für den Gebärden. Wir setzen als immer gegen die Kaufkraft verloren, dann auch für eine Stärkung und einen weiteren Ausbau von der Kaufkraft. Wir wissen, dass die Puffer der Chef und Leute auch während Covid gelitten hat, das haben wir auch schon gesehen. Und da sieht man dann direkt am Sujet, am Vif du Sujet von den Inegalitäten, von der Froh, von der Umverteilung. Und wir insistieren dann noch einmal auf den Fakt, dass es nicht zur Austerität kommen, das habe ich schon gesagt. Wir bleiben natürlich ferm beim Sujet von der Lehne, das ist ganz klar. Wir brauchen besser Lehne zu Lützeburg, wir brauchen einen besseren Mindestlohn zu Lützeburg. Auch da verstoppen wir uns nicht für, drin, für die Forderung weiter aufrecht zu halten. Wir werden uns weiterhin ersetzen für den Erhalt von unserem Indexmechanismus. Das ist ganz wichtig und das ist noch immer das erste Instrument für den Erhalt von der Kaufkraft an der Gesellschaft. Wir lassen da keine Attacken zu auf dem Plan. Und du hast es ja interessant, dass du ich gelesen habe, im CSV-Kongress, die sich auch ansetzen für die Indexierung von der CO2-Steuer, wo wir ja immer gesagt haben, das ist natürlich interessant, weil wir wissen, dass man zu Juncker-Zeiten andere Stimmen du hatten oder andere Aussagen du hatten als ihre Kreise. Das ist ein von den Themen am Sujet-Index, wo es natürlich noch immer um Leid wird, wisst ihr, die CO2-Steuer, die aus dem Index vor der Kurve rausgeholt gehen, also das muss retabliert gehen. Wenn wir bei den Kaufkraft sind, wenn wir bei den Löhnen sind, dann sind wir unweigerlich bei den Kollektivverträgen, aber im Kerngeschäft auch für den OGBL, der wisst, dass wir Kollektivverträge verhandeln. Und für uns ist der Kollektivvertrag der Garant dafür, dass wir besser Löhne haben, wie da, wo kein Kollektivvertrag gibt, dass wir mehr fair Löhne haben, dass wir eine Lohnstruktur haben an den Betrieben. Und wir brauchen mehr Kollektivverträge. Und dafür setzen wir uns auch schon lange an. Dafür brauchen wir eine Reform vom Kollektivvertrag. Gesetz. Das so mal schon ein Zeitchen, wir haben da eine ganze Reihe Propositionen, Forderungen, auf welche Richtung das Gesetz müsste hingehen, für zu ermöglichen, dass ein Taux de Couverture von den Kollektivverträgen erweitert wird hier im Land. Weil am Moment haben wir nicht an alle Betriebe Kollektivverträge und das ist auch nicht so möglich, weil wir nicht dafür sorgen, dass wir sektoriell
flaschendeckend Kollektivverträge angefordert gehen. Und dafür brauchen wir ein besseres Gesetz. Und noch das wiederholen wir heute an unserem Thema Kaufkraft. Und da muss ich aber ein bisschen ausholen auf den Punkt, wenn ich Kaufkraft schwätze, also klar, da gehören Prestationen familiär dazu. Und du wirst dass dass wir da nicht zufrieden sind mit der aktuellen Situation. Wir haben uns da schon oft dazu geäußert. Und fangen dann aber wirklich am Mitten zu gehen. Wir haben 2006 eine Desindexierung von der Prestation familial. Wir fordern also Gebäll, sind da ewig eine Reindexierung von der Prestation familial. Ständig verlieren Prestation familial auf Wert. Ständig weiter. Wir wissen aber auch, dass internationale Indikatoren und die ganzen Statistiken als immer weisen, dass Familien, die echt sind, die betroffen sind halt letztlich von der Prekarität, von der Armut. Jedrin, als ich das bewusst, jedrin erkennt das un. Wir haben ja hier, wo wir wirklich dringend müssen etwas machen. Wir haben da lange dafür gekämpft. Dann haben wir 2014 pur Appell, ich muss mich daran erinnern, den Akkord zwischen der Regierung und national repräsentativen Gewerkschaften geschrieben. Die Regierung hat sich demnächst bekannt zu einer Revalorisierung vom Kindergeld. Sie hat das unterschrieben, schwarz auf weiß, an einem Akkord, man da ist. Sie stehen am Wortbruch, par rapport zu den Gewerkschaften, par rapport zu Mojibel, par rapport zu allen Familien hier im Land. Und das ist nicht passiert, wir haben uns immer darüber aufgeregt, dass das dort nicht kann so weitergehen. Wir haben dann einmal geraschelt, was rang der Verlust, dass die Familien erlitten haben, sind 2014, sind in dem Moment, wo der Akkord in der Schrift ging, und da kommen wir auf eine strukturelle Erhöhung, die passiert von 7,7% von den Prestationen familial. Die wisst das, wir haben das gesagt, aber alles, was wir da gesagt haben, ist, ihr mit könnt ihr zu einer Reindexierung. Und das ist also sich skandalös, weil es das zu spät. Es kommt zu spät. Die Reindexierung ab dem 1. Januar 2022, die wir sowieso schon zu spät kommen, weil all die Jahre dazwischen verloren gegangen sind und nichts passiert ist. Und da kommt sie noch zu spät, weil wir wissen, dass nach diesem Jahr wird ein Indextranche fallen und dann der Toten aus sich eine politische Makulatur, als wir lode Leute so und gut reindexiert, Prestation familial, aber am Fond spielt das dann recht ab der übernächsten Indextranche. Und da sind wir genau da, wo wir an dem Regierungsprogramm geschrieben haben, dass um Ende von der Mandatsperiode Kindergeld oder Prestation familial, pardon, das ist immer wichtig, für reindexiert gehen. Und am Regierungsprogramm steht übrigens Prestation familial, aus Fonds Lach, alle gut, und heute betrifft das heute nicht mehr das Kindergeld. Dafür muss ich einfach ausholen zu dem Sujet, weil es politisch inakzeptabel ist, wenn wir einen Appell auf die Regierung machen, wirklich das tut noch ein zu Hannah denken an das tut die Projekt de Loi, so wie ein Lohfehlleid vom Instanz zu holen und das tut es seriös abzuwerten. Mir vorbei gesagt, dass dann an dem Projekt de Loi gibt es ja auch das Problem behoben von der Diskriminierung auf die Prestation familial zwischen den Residenten an den Frontalien. Und auch die Lesung, die da fand, ich gehe nicht an Detail, das geht ganz technisch, mit der das auch die Leute sondern dargestellt. Das ist keine seriöse Lösung für wirklich dem Europäischen Gerichtshof Rechnung zu drohen, den er verurteilt hat, weil man Frontalien diskriminieren. Wir haben da, Diskrimination auf jeden Fall keinen an und dafür setzen wir uns an. Zweites Sujet ist den Emploi. Natürlich ist das für den OGBL, und das wisst ihr, die zweite große Hauptpriorität. Und durch das Sommer, wir müssen die Arbeitsplätze retten, wir müssen die Leute am Emploi halten, wir müssen die Langzeitschomage verhindern zu einem Maximum. Und auch das Sommer, gerade so muss man das machen. Gerade so, natürlich schon mal, das müsste vier Uhr wieder. Wir hatten schon eine Reihe Positionen zu dem Emploi am Allgemeinen. Mit Covid hat die Situation natürlich verschlimmert, und dafür müssen wir auch da gerade so die richtige Lehre draus ziehen und an die richtigen Akzente setzen. Die sieht an der Broschüre, dass wir da Forderungen stellen, was berufliche Weiterbildung anbelangt. Auch da, dass ein Dauerbrenner, das war schon vor Covid durch Digitalisierung und Transition ökologisch absolut notwendig, dass man mehr Rechte für Salarien gehen, mehr Zeit, mehr Mäuern, mehr Suchen, für das sie sich können weiterbilden. Mit das geht heute noch mehr, gerade Lohn, noch mehr in Aktualität.
da muss man einen besseren Kündigungsschutz haben. Und das sowohl im individuellen Plan, der Licenciement économique kann nicht, der muss reformiert gehen, der darf keine Gebühren zugelassen gehen. Der Licenciement kollektiv, Plan social muss reformiert gehen. Der Plan Maintien en Emploi muss reformiert gehen. Alles das, wir sind froh, dass heute durch Covid bedingt der Chômage Lohn nicht so explodiert, dass Langzeitchômage, wie wir es gefragt hatten. Wir wissen aber auch, dass das dank dem Chômage partiell ist, den auf ganz vielen Sektoren, die ganz vulnerabel waren und die ganz viel gelitten haben, viel geholfen hat. Aber auch da dürfen wir es nicht sondern darstellen lassen, dass man muss den Haut verhindern, dass es eben nach zu weiteren Klammern und zu einer Explosion vom Chômage kommt. Und da brauchen wir einen besseren Schutz von den Leuten am Chômage, weil auch denen ist Haut nicht gut. Und das sehen wir ja auch schon an Situationen, wo die Leute um einen Ankommen von ihrem Recht auf Anonymitäten, da brauchen wir eine Verlängerung von dem Recht, das kann doch nicht sein. Wir müssen da ein Droit universell auch kriegen, um ein Recht auf Chômage zu kriegen. Der Chômage, den muss weiterhin ein Moyen sein, für Gegenprekarität zu schaffen und nicht in den weiter Prekarität schafft. Und da muss man wirklich gehen, da muss man abhalten, die Schummeren zu bekämpfen, mit den Schummers zu bekämpfen, wie man so schön sagen. Das ist der Volley Emploi. Und dann der dritte Kapitel, auch den, also nicht nein, aber auch den hat sich nicht verbessert, das Problem, mir eigentlich sogar noch verschlechtert, das ist der von der Wohnungskrise. Also schon hier auch schon auf dieser Platz, also in den Pressekonferenzen vom Nationalvierstand schon oft über die Mugebelsing Lesungen zu der Wohnungsproblematik hier im Land geschwärt. Die kennen doch als Positionen da. Wir haben Pisten, wie wir rauskommen aus der Misere, an der wir heute da leben. Das Problem ist einfach, dass nichts passiert. Und dafür geht es einfach nur durch. Und ich gehe noch heute nicht mehr an, ob alle Einzelpropositionen, die wir machen, wie gesagt, weil das sie kennt, aber ich insistiere, dass wir an einer Situation sind, wo die Krise aus muss geholt hat, die nicht mehr anzuordnen sind. Die Wohnungsnot ist eine von den größten Krisen, die man erleben kann. Wir haben eine politische Pflicht, los zu handeln. Und da geht es wirklich nicht mehr, dass es gesagt wird, warte mal auf die nächste Regierungsperiode. Das kann nicht sein. Das ist nicht bewusst, dass irgendwie mit der Krise Stillhalteabkommen da in der Schrift gehen. Und wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Und da müssten da lo, weil en plus de lo, wo wir in einer Situation sind, wo wirklich jederin unerkennt, dass es ein Problem gibt, auf alle Seiten wird gesagt, ja, effektiv, wir haben eine Wohnungsnot, heute ist es eine Wohnungskrise. Es gibt kein Argument mehr, für das Problem, du nachher auf lange Bank zu drücken, für keine Lösungen direkt, gerade lo zu sichern. Und dafür wird das sicher ein Sujet sein, den auch bei uns ganz überleiden, indem wir werden verschärft noch vorbringen und auch weiter darüber assistieren. Und wir hätten den Druck erhöhen. Bis heute hat die Regierung, die Assiolo, aber 8 Jahre am Amt, diesbezüglich muss ich so nicht ganz viel aufgeliefert. Weil mir gesinnet eigentlich das Problem sich just immer im verschlechtert. Wir haben zwei Akzente, die müssen gesagt gehen, dass das Boosten vom öffentlichen Wohnraum, der das bekannt. Wir brauchen mehr Wohnungen à prix abordable und Logements sociaux. Da muss es geschafft gehen, das wird heute vielleicht geht nicht durch, bei weitem nicht durch. Und der zweite, der das an Eisenhahn den eigentlichen Hauptproblem am Wohnungsmarkt, der das die von der Spekulation an, die muss bekämpft gehen. Und du hast es ja mal gut, dass bald bei allen Parteien schenkt der Groschen gefallen zu sehen. Wir haben ein Problem mit der Spekulation. Hier im Land in Instischen Susi, also das eben noch nicht, da gehen die noch holen. Und das kann nicht so weitergehen. Das heißt, wir fordern, gegen Spekulation vorzugehen. Und das auf zwei Plänen, da denen, dass die das spekulativ zurückhalten und horten von Bauterrain. Und der zweite ist das spekulativ das Akkumulieren von Wohnungen, von Immobilien, als Kapitalanlagen, für da weiter, hohe Renditen zu machen. Und wir verlangen von der aktuellen Regierung, dass sie gerade denen zwei Formen von Spekulation, dass sie die stoppt, durch gesetzliche Reformen.
Zum ersten Spekulationsproblem, da braucht man eine Spekulationssteuer, das haben wir auch schon gesagt, und zwar eine, die nicht einfach just, weil auch da kann Logistik sich einziehen, dass sie muss kommen, mit. Das geht nicht durch, dass die Logist für die Galerie, also fassademäßig, als, die dürfen nicht halbfertig sein, und kontra, die muss so echt sein, und die muss so teuer gehen, dass es eben nicht mehr interessant wird für Spekulationen und Renditenerwartung. Und zum zweiten Spekulationsproblem, die Akkumulation von Wohnungen und Immobilien. Da muss man abhalten, just nach einer betuchten Minorität von nationalen und internationalen Schicht von Leuten, Promoteuren und Lobbyisten da noch zu laufen. Weil das geht um Kosten von den jungen Leuten, das wissen wir, von den jungen Haushalten, die sich kennen. Keine Wohnung mehr zu Lützburg können leisten, von nachkommen schwachen Haushalten. Und dafür braucht man eine progressive Besteuerung vom Immobilienbesitz. Also jeder, den sich als elektoral opportunistische Gründe sieht, das machen wir nicht, das geht noch nicht vertastelt. Und die möchte sich weiter schuldig und der Nichtbekämpfung von dieser Krise. Und dafür brauchen wir klar die richtigen Reformen, gesetzliche Reformen. Ich wiederhole mir, das habe ich schon gesagt, dass man gewählt sind Forderungen zu Spekulationssteuer, zu einer progressiven Besteuerung von Armand Foncier, dass die nicht gegen den Normalstierflächen gehen. Das ist ganz klar, das haben wir immer gesagt. Wir treffen hier nicht die kleinen Besitzer, wir sind hier bei denen. Bei der kleinen Minorität, die dann aber einen großen Teil von den Terren und Wohnungen hier im Land besitzt. Und da fordern wir alle Parteien, ob sich dafür anzusetzen, die Regierung dafür, ob wir fordern dann auch die Demokratische Partei endlich abzuhalten, den Widerstand, mit ihrem Widerstand gegen die Bekämpfung von der Spekulation. Und wir müssen die richtigen Akzente gesagt kriegen. Öffentliche Wohnungsbau natürlich auch. Das bleibt die zweite Schiene, auf der man muss dann fahren. Ich habe noch mal im Logement, weil sonst geht es viel zu lang, aber ihr kennt auch da alle guten, die anderen Pisten, auf denen wir arbeiten. Und dasselbe gilt, also dass ich will kurz machen für die nächste Wolle Steuern. Wir haben dann alle zur Kenntnis geholt, dass es nicht zu der größten Steuerreform kommt. Das Problem ist, wir brauchen aber eine steuerliche Reform. Wir brauchen mehr Steuergerechtigkeit heute in Lützburg. Wir wollen alle gut Schulen, gut Gesundheitsversorgung, gut Gemengeservice, guten öffentlichen Transport. Wir wollen in Klima investieren, wir wollen in Wohnen investieren, wir wollen Wasser und Energie, wir wollen Kunst und Kultur. Und alles das geht nicht mehr, wenn wir einen finanzstarken Staat haben. Und alles das geht nicht mehr, wenn wir steuerliche Ressourcen haben. Mit das kann nicht mehr gehen, wenn sie das hier auf den richtigen Plätzen angefangen gehen, die Steuerressetten. Und die Steuerressetten, wie wir die Steuergerechtigkeit gesehen, das kann da auch von uns. Da haben wir ganz viele Forderungen, die gerade nur eine immense Aktualität kriegen. Wo man so, wir brauchen endlich endlich abhalten, dass Arbeit und Kapital so unterschiedlich besteuert wird, dass Kapital Firmen und Männer besteuert wird wie Arbeit. Das muss pre-egal besteuert gehen. Wir müssen endlich auch an der Arbeit mehr eine Steuergerechtigkeit kreieren. Das heißt, wir brauchen mehr Progressivität an unserem Steuerbarem dran. Wir müssen angepasst gehen und die Inflation, auch das sind Forderungen, die wir so tun. Wenn wir gesagt kriegen, könnten wir zu einer nationalen Steuerreform, dann bringt das implizit mit sich, dass auch nicht du die Steuergerechtigkeit lösen können. Und dafür setzen wir auch die Forderungen der Regierung, müssen hier die nötigen Akzente setzen. Weil Steuern und Logement hängen auch zusammen, habe ich schon gesagt. Aber natürlich müssen wir da nicht auf die Plätze gehen. Wir, die schaffenden Leute, haben nur in der letzten Krise auch steuerlich bezahlt. Das geht auf andere Plätze, wird uns geholt gehen. Auch das kann da an der Lastförderung aus von Mojibel an der Punkt der Steuerpolitik, an die haben wir immer gesagt, dass man muss Steuergerechtigkeit haben zwischen der Arbeit und Kapital, Steuergerechtigkeit bei den schaffenden Leuten, auch Steuergerechtigkeit natürlich zwischen Residenz und Frontalien. Und dafür erlaubt man da eine kleine Klammer abzumachen, weil das so schlimm wird passiert. Dass die Tausende von französischen Frontalien, die hier auf dem Stuhl gefallen sind, das ist ein Hirsch, wo sie gesehen haben, was für eine massive Erhöhung von der Steuerlast sie getroffen hat. Durch die Konvention franco-luxembourgeoise, die in der Schrift ging, wo wir also gewählt darauf hingewiesen haben,
oppassen, da riskiere man zu Steuerhechungen für die französische Grenzgängerkollegen zu kommen. Wir haben das damals der Lützeburger Regierung gesagt, wir haben immer darauf aufmerksam gemacht, wir haben immer gesagt, nee, das wird schon nicht passieren, das ist nicht so, das ist auch nicht geplant, dass es zu Steuerhechungen soll kommen. Und da wurde sie massiv getroffen. Und wir schwätzen da von Haushalten, die zwischen ein paar 100 Euro und ein paar 1000 Euro mehr Steuern müssen bezahlen. An dafür werden wir da nicht labberlassen, dass du als aber eine indirekte Diskrimination von Frontalien. Wir haben vier gewarnt, und wir sind immer da, und wir sind getroffen gehen, und wir werden da intervenieren, wo es muss sein. Wir haben ein Kommuniqué dazu gemacht, den haben wir gesehen. Wir haben interveniert auch bei den französischen Eluen, bei den Deputierten. Wir haben Pierre Gramigna darauf aufmerksam gemacht, dass er ein Homolog Bruno Le Maire sensibilisieren an der Matthias, dass ein Abonnement zu der Konvention muss in der Schrift gehen. Und wir werden da versuchen, dass die Attraktivität von unserer Lützeburger Ökonomie für französische Frontalien bestehen bleibt. Und das geht aber nicht mehr dummer, da wenn man sie nicht andauernd nach mehr treffen. Und wir waren, an Covid waren mindestens wirklich für eine Angst, dass die Grenzen zugehen. Und das haben wir alle gut erlebt. Und das ist so traurig, dass dann an so einer sanitären Krise, wo man mehr wie je darauf angewiesen ist, in der Schweizer wirklich von Blanken evaluieren, ob die Mandövre von den Grenzgängern, dass man sie da dann auf mehrfachem Plan nach einer Politik betreiben, die sie an erster Stelle diskriminiert und antrefft. Das gilt für Kannergeld, das wird für die Burs die Tüte gegolt, das gilt für Avantage und Prestation Natur an der Familienpolitik, das gilt an diesem Fall, was Besteuerung von den französischen Grenzgängern anbelangt. Das heißt, wir haben nur interveniert, wir haben Kommuniqué gemacht, wir so ein wir haben nur eine Doktorzession, aber wir werden auch gewerkschaftliche Aktionen haben mit Protestaktionen an der französischen Grenzregion, bei den zuständigen politischen Dissidenten, für darauf aufmerksam zu machen, dass das da muss revidiert gehen. Also ein bisschen raus aus der allgemeinen nationalpolitischen Thematik, mir ist aber heute top aktuell und immens wichtig, dass wir da gemeinsam gehen, viel gehen und dass wir es da wären. Für das letzte Sujet ist auch ein Sujet, den eigentlich für den OGBL ein dauernd wichtiges Sujet ist, weil nicht allein an dem Arbeitsplatz Schutz brauchen wir auch gute Arbeitsbedingungen und dazu gehört in allererster Stelle die Arbeitszeiten. Und auch Covid hat uns auch darum gewiesen, wie wichtig es ist, dass wir uns darauf besinnen, dass Haut dass das Charge Mental auf ganz vielen Arbeitsplätzen einfach so viel geklommen ist. Und dass es in der Zeit ist, darüber nachzudenken, wie viel man da muss schaffen. Wir haben auch den Trend von der Digitalisierung, also immer gesagt, gehen, die bringt am Matzig, dass wenn alles, wenn auf vielen Plätzen Arbeitsplätze robotisiert und digitalisiert gehen, das muss können über die Arbeitszeitverkehr zum Geschwad gehen, dass das Thema kein Tabuthema soll sein. Covid hat noch ein bisschen an Vitrinen gestaltet, das Thema. Wir waren lange daheim bei den Kindern, wir haben Congé pour raison familiale extraordinaire geholt, wir haben Teletravail gehabt, wir waren Momente konnten gut nicht schaffen oder haben eben auch nicht geschafft. An dem Thema ist einfach top aktuell gehen. Wir müssen die Forderung von der Arbeitszeitreduzierung von Mojibriel seriös und an Vitrinen stellen. Und es gibt für uns keinen Grund mehr, für nicht darüber zu schwätzen. Wir haben immer die 6 Urlaubswoche gefordert. Sie steht an allen Kongressprogrammen von Mogibel. Wir haben auch immer gesagt, also da habe ich Zeit verkehrt zu uns froh, also so alle wie die Geschichte von den Freien Gewerkschaften zu Lützeburg. Wir haben auch immer vieles erreicht, bis eben an den 70er Jahren. Seitdem sind wir auf der 40-Stunden-Woche, wo ich meine, du dürft nie mehr drin gerüsselt gehen, weil sonst geht Wald. Dann haben wir 2019 den Tag Congé und den Feiertag beigetreten. Das ist ja auch immer ein positiver Schritt gewesen. Wir sind aber noch weiter weg von einer überraschenden, legitimen Forderung von Arbeitszeitverkehr zu. Wir haben nur gesehen, zum Beispiel Island, das ist kein Grund. Island steht noch, obwohl ein Großteil der Population auf einer Feier-Deschwoche ist.
So soll man es darin inspirieren. Und wir werden viel, also gebär lieber Arbeitszeit, ich weiß nicht mehr, nie, wie viele Stunden, mehr, aber auch wie gehen sie gestaltet, wie kriege ich die so viel genannten Work-Life-Balance so hin, dass eine Lebensqualität erhalten bleibt, weil Arbeitszeit ist auch Lebenszeit. Und dafür schwätze ich auch noch nicht mehr so lange, wie ihr scheint, das volle Programm zu sein. Wir haben aber an den Arbeitszeiten noch andere Fragen, wie rasch ob die Konnexion, auch das wissen wir. Wir haben heute die Hyperkonnexionen, die wir da dran sind, immer ständig disponibel. Alles das ist belastend, dann man muss konsideriert gehen, sind wir froh, dass das Projekt endlich um Instanzen wäre, nachdem wir einen Akkord gefunden am CRS am März schon von diesem Jahr. Und wir brauchen auch eine Form von Kongen, von Möglichkeiten, auch nur sich an seiner Familie und präsentische Projekte zu gucken. Und die letzte Suche dann halte ich ab, als die von der Sécurité Sociale. Auch da, dass für den Gebärl ein von den Pilier von unserer Gesellschaft, das wüsste, dass mir darauf festhalten, dass also starken, universellen, solidarisch finanzierten System von der Sécurité Sociale unser Modell mit ausmischt. Und uns auch ermöglicht wird, im Vergleich zu anderen Ländern, mit Mannerschutz sanitär durch die Krise zu kommen. Weil wir dieses System haben, weil wir eine gut, stark öffentliche Sozialversicherung haben und ein guten, starken öffentlichen Gesundheitssystem. Und du denke ich, dass jeder Mist die richtige Lehren aus dieser Krise gezogen hat, dass das System muss verstärkt gehen und aufgesichert gehen. Und au contraire, es absolut nicht darf zu Attacken auf keinem Niveau kommen. Und da fordern wir immer Ausbau von den Prestationen. Wir werden als total wirren, du gehst Attacken. Und au contraire, wir brauchen mehr Prestationen, auch die gesehen an der Broschüre. Ich zähle nicht alle guten ab. Die richtigen Lektionen müssen hier draus gezogen. Wir brauchen eine starke Gesundheitsversorgung. Das ist nun einmal auch ein von den wichtigsten Aspekten, die wir haben in unserer Gesellschaft, dass wir gut versorgt werden, wenn wir krank oder pflegebedürftig sind. Und dazu gehört auch ein gutes Spitalswesen. Und dazu gehört ein gutes Spitalswesen, wie wir es heute haben, wer dann öffentliche Hand ist, also wo mit Steuergelder finanziert wird, wo die Stadt eine Kontrolle darüber hat, was ausgeübt wird, aber wo für uns alle nicht Privatträger exportieren können, für die Benefizien zu machen und Buckel von den kranken Leuten. Das heißt, da werden wir als total wirre weitergehen, alle weiter Diskussionen über Privatisierung. Und dazu gehört auch eine gute Klasse, wenn ich krank bin, eine gute Invalidität, ein gute Pflegeheim, wenn ich all oder pflegebedürftig bin. Und alles das ist natürlich an der Programmatik dran. Voilà. Ich habe noch ganz viel geschwärmt, mir das wichtig, dass da einmal den Tour d'Horizon von unserer Vision, wie wir politisch das Leben nach Covid-Entreprise-Welten gestalten. Und wir werden das hier an den Männern und Frauen bringen und Leute sensibilisieren und darauf aufmerksam machen, dass es viel zu Männern ist und il y a du pain sur la planche. Dass wir nicht mehr können aufwarten und noch gucken und dass gerade den Zeitpunkt das zu handeln und dafür als Kampagne. Und da gebe ich auch schon bald mal da abhalten, weil das war aus sich 90% von der Aktivität von unserem Komitee National. Nirgend drin hatte man nach den SEW, den auch die politische, die Schulrentrée enke diskutiert hat. Mit die brauche ich scheinbar zu so, weil sie hatten hier eine Pressekonferenz über die Rentrée scolaire mit den Prioritäten da. Mir auch da viel Sorgen, auch da viele Sachen, wo wir weiter müssen drauf kämpfen. Friedrich ist kurz auf froh vom Klima angegangen, weil aus sich als das auch noch so ein Sujet, den politisch absolut könnt ihr nicht mehr, ich weiß nicht, wo drunter ist, und, wo man nicht dafür vergessen. Und dass wir alles ein Sujet, was so transversal ist, weil es durch alle guten die Bereiche da wird durchziehen, durch den Emploi, durch die Formation, durch die Wohnen. Die Wohnen und Klima sind direkt mit denen verbunden, Steuern. Das ist auf alle Plan da. Und das wissen wir auch, dass das Sujet omnipräsent ist. Das sehen wir ja schon allein und dem, was wir
und Naturkatastrophen erlebt in diesem Sommer. Dafür wird das für uns weiterhin wichtig sein. Wir werden hier auf geringen Arbeitsplätzen halten, auf Transition just halten, nach E-Wort just, weil an dem nationalen Klimaplan das viel gesehen, dass man dass das soll an der Zivilgesellschaft diskutiert, reden, Dialog dazu. Also, wir haben dann nicht so viel davon gemacht, wir erinnern dann daran, dass wir als Gewerkschaft dabei sind. Wenn über die Umsetzung vom Klimaplan gesprochen wird, dann über das, was den European Green Deal dann heute zu Lützburg soll ausmachen, dann wird genau Transition just das. Wir haben noch die Jungen unterstützt, die hier Aktionen gemacht haben. Das tut der Matkrit, wir haben uns solidarisch erklärt. Aber wir werden noch weiter zusammen am Bündnis noch zu weiteren Aktionen kommen. Und dann haben wir die Schulrentrée, das Klima, dann haben wir nach einer Reihe Betriebe und Konflikte diskutiert, mit das aber okay, wo wir hier können durchschwellen, weil alles noch nicht spruchreif war, so der Konflikte, die sich aufbauen, just ein positiv unterschrieben, dann von einem Kollektivvertrag bei Mali Hasch, an ihnen die Wert geschwind unterschrieben geben beim List, an der Rest wird geschwind gestritten gehen. Kriegt er dann noch matt. Ich meine, ich habe eine Tour gemäht, ich gucke nicht, wie von der Geschäftsführung nicht vergisst. Vielmals merci für Ihre lange Geduld.